Hallo und herzlich willkommen auf meinem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. In diesem heutigen Tutorial möchte ich zeigen, wie man mit GIMP 2.9 ein Katzenporträt bearbeiten kann. Wir werden die Oberfläche schärfen und diverse andere Schärfungen vornehmen und die Farbe etwas anpassen, dass das alles so ein bisschen dunkler wird. Die Vorlage habe ich wie immer, den Link zumindest dazu in die Beschreibung des Videos mit hineingegeben. Da könnt ihr das nachbauen. Okay, wir werden jetzt erst einmal beginnen damit, dass wir die Augen etwas schärfen und dazu werden wir die Ebene hier zweimal duplizieren bzw. dreimal und schalten hier die unteren beiden Ebenen erst einmal aus, gehen auf Farben, invertieren, suchen uns hier bei Werkzeuge, Geggle-Operationen, den Bilateral oder Bilateral Box-Filter, das heißt, es soll ein schneller Filter sein und nehmen hier bei dem Blur Radius, nehmen wir einen Wert von 16 und bestätigen mit OK. Und stellen hier unseren Ebenenmodus auf Faser mischen. Rechte Maustaste. Wo sind wir denn hier? Nach unten vereinen. Jetzt schalten wir die zweite Ebene von oben zu und stellen hier unseren Ebenenmodus auf Überlagern. Und jetzt haben wir erst einmal komplett die ganze Oberfläche geschärft, aber ihr seht, wie die Augen auch natürlich mitgeschärft worden sind. Und das werden wir jetzt so machen, dass wir rechte Maustaste auf das Bild oder wir werden das jetzt erstmal nach unten vereinen. Nach unten vereinen. Und jetzt haben wir hier unsere Oberflächenschärfung. Ich werde jetzt hier diese Ebene einmal duplizieren. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, schwarzvolle Transparenz. Jetzt haben wir praktisch ja die untere Ebene sichtbar gemacht und die Augen, beziehungsweise die obere Ebene sichtbar gemacht, werden jetzt die Augen schärfen. So. Indem wir hier hingehen, die Farbe nach weiß nach vorne stellen und hier einen Pinsel nehmen. Ich nehme hier einen 0,50er Pinsel. Und stelle mal hier auf 50, die Größe 50 und werde jetzt hier die Augen freistellen. Ja, so. Natürlich haben wir die untere Ebene sichtbar gemacht. So, ja. Also so können wir jetzt erst einmal die Augen raus schärfen. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Wenn wir jetzt wollen, können wir das noch einmal machen, um die restliche Oberfläche zu schärfen. Dazu werden wir die Ebene hier wieder zweimal duplizieren. Erst einmal gehen wieder auf Farben. Invertieren, suchen uns hier wieder bei Werkzeuge, Geggle-Operationen, den bilateralen schnellen Filter hier und gehen hier auch auf 16. Bestätigen mit OK, gehen wieder hier auf Faser mischen, rechte Maustaste nach unten vereinen und hier stellen wir dann unseren Ebenenmodus auf Überlagern. So, jetzt haben wir das Ganze noch ein bisschen mehr herausgeholt. Die Augen können wir jetzt davon frei machen. Oder wir machen jetzt rechte Maustaste nach unten vereinen bzw. bearbeiten rückgängig. Ich möchte diese Ebene erst natürlich einmal duplizieren. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Schalte ich die untere Ebene zu. Rechte Maustaste. Und dann geben wir hier wieder eine Ebenenmaske hinzu und schwarz volle Deckkraft. Und jetzt werden wir hier alles außer den Augen bearbeiten. Dazu nehmen wir hier wieder diesen Pinsel, nehmen wir eine 0,75er Pinselspitze und fahren hier schön zur Schärfung bestimmter Bereiche außen herum. Ja, das Fell können wir noch ein bisschen schärfen. Die Augen braucht man in dem Fall ja nicht mehr schärfen. Haben wir ja schon. Soll so ein bisschen angepasst sein, nicht? Okay. Rechte Maustaste nach unten vereinen. So, jetzt haben wir ja doch schon ein ganz schönes Stück geschafft. Jetzt können wir weiterarbeiten mit einem Highpass-Filter oder erst einmal mit GMIC. Ich gehe erstmal hier hin, nehmen wir GMIC hier und suchen uns hier bei Details diesen Octave-Sharpen-Filter und bestätigen mit OK. Der holt natürlich auch hier einiges aus der Oberfläche heraus. Ihr habt das gesehen, das wird jetzt ganz heftig. Deshalb werde ich jetzt die Ebene hier unten noch einmal duplizieren und werde jetzt hier mal zurückgehen auf, sagen wir mal, 30% vielleicht, hä? 30%. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Jetzt werden wir nochmal schärfen mit dem Highpass-Filter. Dazu werde ich die Ebene hier einmal duplizieren. Schalte hier bzw. den Ebenenmodus auf 55% und gehe hier auf Überlagern. Dazu, um zu schärfen, natürlich mit dem Highpass-Filter müssen wir hier Filter verbessern. Highpass, Hochpass, ja. Den haben wir hier bei GIMP 2.9 mittlerweile standardmäßig eingebaut. Ich nehme hier einen Wert von 8. Vielleicht ein bisschen viel.
Lass mal die 4 mal stehen, wir haben ja schon einiges gemacht hier. Gamma Hack, den schalten wir ein und bestätigen mit OK. Rechte Maustaste nach unten vereinen. So, jetzt haben wir doch schon einiges geschafft hier, ne? Ihr seht, wie schön das rausgekommen ist. Was wir jetzt machen ist, wir werden jetzt erst einmal noch ein bisschen hier mit Farben arbeiten, und zwar mit Kurven. Und hier werden wir auch in dem Fall ein bisschen hier die Geschichte herunterbringen und hier ein bisschen heller machen. Schauen wir uns das mal genauer an. Vielleicht sollten wir auch mit den Werten arbeiten. Probieren wir das mal aus mit den Werten. Und jetzt können wir hier dementsprechend die Mitten ein bisschen herunterholen. Vielleicht so. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen viel. Aber gut, das ist Geschmackssache. Kann jeder so machen, wie er möchte. Und jetzt können wir hier dementsprechend noch ein bisschen nacharbeiten. Wenn uns die Schärfung zu viel ist, ja, können wir das einfach natürlich regeln, indem wir hier rechte Maustaste erstmal die untere Ebene nochmal einmal duplizieren. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen. Und natürlich nicht schwarz, sondern weiß. Dann ziehen wir uns die weiße Farbe hier herein, nehmen den Pinsel hier. Und dann können wir dementsprechend hier noch so ein bisschen, auch in der Helligkeit, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, nacharbeiten. Gehen wir mal hier hin, holen noch ein bisschen herunter und können wir die Augen noch so ein bisschen aufhellen, wenn wir das wollen, dass die noch ein bisschen besser herauskommen. Und ja, im Grunde genommen war es das schon. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Und so haben wir ein Katzenporträt geschärft und auch in der Farbe angepasst. Hier das Originalfoto und hier mein Endergebnis. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn es euch Freude gemacht hat, baut's nach, macht's schöner, macht's besser. Und ja, wenn es euch Freude gemacht hat, wie gesagt, einfach Daumen nach oben, Kommentar wäre schön. Und für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben, seid doch bitte so freundlich und lasst mir einfach ein Abo da. Das würde mich auch sehr freuen. Und ja, herzlichen Dank nochmal fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.